Komm, lass uns einfach Jesus nochmal einen richtigen Applaus geben. Weil wegen ihm sind wir hier. Hey, ich darf euch auch alle ganz herzlich heute Morgen hier begrüßen. Und bevor wir in die letzte Predigt von dieser Predigtserie Together reingehen, lass uns einfach nochmal kurz zusammen beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für die Ehre, dass ich heute dein Wort verkünden darf. Und ich lege es dir vor die Füße hin und sage, Jesus, sprich du durch mich. Nicht meine Worte sollen gepredigt werden, sondern deine Worte. Nicht mein Herz soll weitergegeben werden, sondern dein Herz soll weitergegeben werden. Und ich bete wirklich, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du heute Morgen vorbereitet hast. Und dass du heute Morgen direkt in unsere Herzen reinsprichst. Und dass diese Botschaft wirklich mit unserem Herz wirklich in Einklang kommt. Und dass wir anfangen, das zu leben. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Hey, ich habe heute ein cooles Thema, wo ich auch schon seit 30 Jahren oder ein bisschen mehr Erfahrung drin habe. Und ich darf mit euch über das Thema Single sein reden. Aber, was mich mal interessiert, wie viele verheiratete Personen oder auch Leute in einer Beziehung sind hier im Raum? Einfach mal kurz die Hände heben. Ja, doch einige, sehr cool. Okay, und jetzt alle, die Single sind, die dürfen auch ihre Hände heben. Also irgendwer hat entweder sich nicht gemeldet oder es passt noch nicht ganz. Hey, sehr cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Single sein ist manchmal echt herausfordernd. Aber ich denke, in einer Ehe zu leben ist auch herausfordernd. Und ich versuche heute eine Predigt zu machen, die jetzt nicht nur für Singles ist, sondern genauso auch für Menschen oder Paare, die in der Ehe leben und schon länger da wirklich auch gemeinsam unterwegs sind. Und ganz ehrlich, Single sein hat manchmal echt so seine Tücken, gerade in unserer Gesellschaft, wo es eigentlich immer so viel auch Druck aufgebaut wird, oh, du brauchst eine Freundin, da, wenn du über 30 bist und noch keine Beziehung hast, dann stimmt was mit dir nicht. Und ich weiß nicht, wer solche Sprüche schon mal gehört hat, aber ich habe sowas schon öfters gehört und das kann echt viel Druck in einen Menschen ausüben. Und auch echt so ein bisschen in diesen Zug reinkommen, boah, ich brauche jetzt unbedingt eine Freundin, ich muss jetzt unbedingt jemanden finden. Und meistens funktioniert es dann nicht so, wie man es sich vorstellt. Und ich bin auch schon in einige nicht so schöne Situationen reingekommen. Und was mir Gott über die Zeit gelehrt hat, ist, dass es wichtig ist, dass wir lernen, glücklich zu sein in der Situation, wo wir sind. Und wenn es eine Sache ist, die du heute mitnimmst, dann nimm das mit. Lerne, glücklich zu sein im Status, wo du stehst. Weil da hat dich Gott reingestellt. Und wir wollen jetzt einfach mal in die Bibel reinschauen, was Jesus, aber auch was Paulus über das Single-Sein so spricht. Und wir werden erstmal mit Jesus anfangen. Matthäus 19, Vers 12, ich lese es aus der Hoffnung für alle. Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig. Andere werden es durch menschliche Eingriffe. Und es gibt Menschen, die verzichten von sich aus auf die Ehe, um sich Gottes himmlischen Reich ganz zur Verfügung zu stellen. Wer das begreift, der richtet sich ganz danach. Jesus spricht hier drei Personengruppen an. Als erstes, er spricht Menschen an, die von Geburt an eheunfähig sind. Jesus spricht in dem Kontext hier auch jetzt nicht unbedingt nur von der Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern er spricht da auch von der Sexualität. Und es gibt Menschen, ich glaube heutzutage, ich glaube in den westlichen Ländern wird es wahrscheinlich weniger passieren, wahrscheinlich in anderen Kulturen, vielleicht in Afrika noch mehr, dass durch menschliche Eingriffe Menschen nicht mehr fähig sind, in den Akt der Liebe, in der Ehe zu leben. Und dann spricht eine dritte Gruppe an, vor der ich riesigen Respekt habe. Und das sind Menschen, die überhaupt gar kein Verlangen haben, ihre Sexualität auszuleben. Die sich bewusst entschieden haben, hey, ich will mein Leben ohne einen Partner leben, dass ich mein Leben komplett auf Jesus und auf sein Reich ausrichten kann. Und Paulus spricht über was ganz was Ähnliches, oder spricht, nein, nicht was Ähnliches, er sagt eigentlich genau das Gleiche. 1. Korinther 7 und die folgenden Verse 7 und 8 und 9 lesen wir. Ich wünschte zwar, jeder würde wie ich ehelos leben,
Aber jeder hat von Gott eine besondere Gabe bekommen. Die einen leben nach seinem Willen in der Ehe, die anderen bleiben Unverheiratete. Die Unverheirateten und Verwitweten rate ich, lieber ledig zu bleiben, wie ich es bin. Wenn ihnen aber das Alleinsein aber zu schwer fällt, sollen sie heiraten. Denn das ist besser, als von unerfüllten Verlangen verzehrt zu werden. Ich weiß nicht, ob euch das so ein bisschen so kulturelle Gegensätze auffallen. Weil oft hören wir, okay, was ich schon gesagt habe, es ist wichtig, du brauchst eine Beziehung, du musst eine Frau finden, du musst einen Mann finden, einen Partner fürs Leben finden. Und jetzt sagt Paulus auf einmal, es ist eigentlich viel besser, alleine zu sein. Was ist es jetzt? Ist es jetzt besser, alleine zu sein? Ist es besser, in einer Beziehung zu sein? Und ich glaube wirklich, dass in der Bibel die Ehe schon auch wirklich hochgehoben wird, weil es heißt nicht umsonst ganz am Anfang, hey, der Mann sollte nicht alleine sein und deswegen schuf er ihm ein Gegenüber. Von daher glaube ich, dass die Ehe richtig gut ist. Aber ich glaube, genauso wichtig ist es auch, zu sein, wirklich das zu verstehen, wie gut die Zeit ist, wo du Single bist. Und für alle Verheirateten, baut bitte keinen Druck auf, sondern unterstützt sie auf dem Weg. Aber dazu sage ich nachher noch mehr. Wisst ihr, wenn du Single bist, hast du noch keinen Druck. Da bist du noch komplett entspannt, hast vielleicht einen Job, aber du hast auf der anderen Seite keine zweite Person, um die du dich kümmern musst. Du musst dich nicht mit deinen Zeiten absprechen, du musst dich nicht mit deinen Finanzen absprechen. Du musst nicht überlegen, was mache ich heute Abend, weil wenn du sagst, ich habe heute Abend Zeit, dann hast du Zeit. Und wenn du eine Partnerin auf der anderen Seite hast oder einen Partner, dann kann es schon wieder schwieriger sein, weil die Person wünscht sich ja auch Zeit, mit dir zu verbringen. Und deswegen sagt Paulus, dass es so gut ist, dass wir, wenn wir Single sind, das auch nutzen, um in sein Reich zu investieren. Also ich spanne jetzt mal eigentlich die Aussage von ihm bewusst ein bisschen weit und sagt nicht nur, was Jesus gesagt hat, hey, die auf die Ehe verzichten, für dieses Gut, sich ins Reich Gottes voll zu investieren, sondern spanne es weiter, hey, wenn du Single bist, nutze die Zeit, dich ins Reich Gottes zu investieren. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Heißt das jetzt, jeder soll sich hier rund um die Uhr in die Kirche mit einbringen? Oh, wäre schön, aber nein, das heißt es nicht nur. Wisst ihr, jeder von uns ist in einen gewissen Bereich der Gesellschaft hineingestellt worden. Und jeder von uns hat auch einen Plan, den Gott mit uns erfüllen möchte. Und unsere Aufgabe ist zu erkennen, was ist dieser Plan? Vielleicht hast du es total am Herzen, im sozialen Bereich zu arbeiten. Hast Kinder, Jugendliche auf dem Herzen, hast kranke Menschen auf dem Herzen. Vielleicht hast du es auf dem Herzen, eine Firma zu gründen oder da auch dort in diesem Bereich einen Unterschied zu machen, neue Maßstäbe in der Businesswelt zu setzen. Oder du arbeitest in der Unterhaltungsindustrie, Marketingbereich, kreative Bereiche. Es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo Gott mit uns hineingehen möchte, um dort einen Unterschied zu machen. Und es ist nicht immer nur die Kirche. Natürlich, wir haben viel Zeit. Es ist cool, wenn man die Zeit in die Kirche investiert. Aber Gottes Reich ist so viel größer. Und ich ermutige dich wirklich, suche wirklich Gott. Geh wirklich ins Gebet hinein. Schnapp dir deine Bibel und lies drinnen. Und frag ihn, hey, was ist auf deinem Herzen? Was hat Gott mit deinem Leben vor? Das gilt übrigens nicht nur für Singles, das gilt auch für jeden von uns. Was ist Gottes Plan, den du mit ganzem Herzen verfolgen sollst? Wenn du Single bist, hast du richtig viel Zeit, um das rauszufinden. Aber Jesus hat im Endeffekt oben auch schon was anderes gesagt, was er an einer anderen Stelle auch noch, was ich nochmal aufgreifen möchte. Und das steht auch in Matthäus 6, Vers 33. Da spricht Jesus davon, trachte vielmehr zuerst nach meinem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Im Kontext dieser Bibelstelle ist eigentlich reingeschrieben, dass wir uns nicht sorgen müssen. Dass wir uns nicht die Gedanken machen müssen, was bringt der Morgen?
was bringt der heutige Tag? Es steht auch, hey, der heutige Tag bringt genug Sorgen. Aber er sagt, hey, Gott kümmert sich um uns und wir sollen uns wirklich auf das ausrichten, was er für dich und für mich vorgesehen hat. Und darum sollen wir uns Gedanken machen und nicht um, was esse ich morgen? Was ziehe ich morgen an? Wie wird es mit meinem Job weitergehen? Glaub mir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann hat er einen guten Plan und er wird sich darum kümmern. Und deswegen ermutige ich euch wirklich, hey, richte deinen Blick auf das, was Gott für dich vorbereitet hat. Kolosser 3, Vers 1 und 2 bringen es nochmal so schön auf den Punkt. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Richte deinen Blick auf Jesus aus. Was ich gerade eben schon mal gesagt habe. Geh in eine lebendige Beziehung mit ihm hinein. Der ist nicht irgendeine fiktive Person. Gott ist 100% echt. Und das glaube ich von ganzem Herzen, weil ich es selber erlebt habe. Und es gilt auch für jeden von anderen, jeden hier in dem Raum. Hey, Gott will mit dir eine lebendige Beziehung haben. Und wir können unseren Blick nur auf ihn ausrichten, wenn wir in dieser Beziehung drin sind. Wenn wir wirklich unseren Plan, wirklich unseren Gedanken, unser Herz mit ihm eins machen, wenn wir unsere Zeit im Gebet verbringen und ihn suchen, wenn wir unsere Zeit wirklich im Wort Gottes verbringen und zu erkennen, was sein Weg ist, was er mit dir vorhat, was seine Maßstäbe sind, die er sich wünscht, wie wir in dieser Gesellschaft leben sollen. Als Single hast du das noch, ist das noch viel einfacher, weil du jetzt die Zeit hast, um dich auf das vorzubereiten, wo Gott hin möchte mit dir. Und er hat es auch vor, dass, es ist auch wichtig, dass wir jetzt die Zeit nutzen, um das beste Ich zu werden, das ich zum Beispiel auch für meinen Partner sein kann. Und ein guter Freund von mir, der liebe Frankie, der ist, glaube ich, heute nicht da, Frank Becker, der hat vor vielen Jahren mal, haben wir mal eine Unterhaltung gehabt, da war da draußen noch der Gottesdienstsaal und da, hier direkt in der Ecke hier, war früher der Technikbereich und ich war bei ihm im Technikteam drinnen und habe mich damals voll in die Kirche reingegeben. Gut, mache ich immer noch, aber das ist einfach, weil es mein Herz ist und weil ich mich dazu entschlossen habe. Und irgendwann kam der Frankie auf mich zu und hat gesagt, hey Peter, was wirst du mal machen oder was werden wir mal machen, wenn du eine Freundin hast und auf einmal nicht mehr so viel Zeit hier verbringst? Da habe ich gesagt, Frankie, gute Frage. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden es sehen. Hey, es ist einfach gut, Vollgas zu geben für Jesus da, wo du Zeit hast. Und das zu erkennen, was er für dich will. Und das habe ich, ganz ehrlich, das habe ich auch viel zu lang gebraucht, um das zu verstehen. Und gerade wenn du jung bist, ermutige ich dich, fang jetzt an. Der liebe Dennis, der gerade eben hier wunderbar Lobpreis geleitet hat, war für mich da eigentlich immer schon ein riesiges Vorbild. Weil er wirklich von einem jungen Alter mir immer erzählt hat, hey, was, wie er sich wirklich auf das alles vorbereitet. Er hat Bücher gelesen, hat sich Gedanken gemacht, hat an sich selber gearbeitet. Und damals dachte ich mir, ja, klingt alles schön und gut, aber ja, ich mache ein bisschen langsamer. Hey, ich ermutige dich, gib Vollgas. Nimm das ernst. Weil das, was du jetzt in einer Zeit ausarbeitest, wo du alleine bist, deine ganzen Probleme, deine ganzen Eigenschaften, die vielleicht für dich cool sind, aber vielleicht für deinen Partner dann in Zukunft nicht so cool sind. Ja, besser du arbeitest jetzt als dran. Ich glaube, in der Ehe oder in der Partnerschaft entdeckt man noch genügend Dinge, an denen man arbeitet oder arbeiten darf. Wahrscheinlich sagen jetzt alle Eheleute Amen dazu. Und nutz die Zeit jetzt und mach es nicht alleine, sondern mach es mit Jesus zusammen. Frag ihn, Jesus, wo gibt es Dinge in meinem Leben, an denen ich noch arbeiten darf? Und entscheide dich ganz bewusst, wegzuschauen von dem, was uns die Gesellschaft sagt, was richtig und gut ist, und richte deinen Blick zu 100% auf das, was Gott möchte für dich. Und das findest du im Wort Gottes, und dass wir als Kirche zu 100% glauben, dass das wahr ist.
Wie kann es jetzt ganz praktisch aussehen? Dafür lesen wir weiter in Kolosser 3, Vers 5. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt gekennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Paulus ist mega, mega straightforward hier. Und ich wünsche mir so sehr, dass man wirklich das, also wirklich, wenn du Single bist, nimm diese Bibelstelle, hock dich zu Hause hin und reflektier drüber. Schau dir jeden Bereich einzeln an und frag den Heiligen Geist, gibt es Themen in irgendeinem dieser Bereiche? Schreib sie dir auf und fang an, in der Bibel zu forschen, was Gottes Wahrheit über diesen Bereichen ist. Und fang sie an, in dein Leben wirklich einzubinden, sie umzusetzen. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann wende dich gerne an uns als Kirche. Wir haben ein Hammer-Sozo-Team, wir haben ein Heilungsteam, die dich gerne in diesen Bereichen unterstützen. Wir haben ein Gebetsteam. Du musst da nicht alleine durchgehen. Wisst ihr, ich bin so ziemlich die erste Generation, die in dieses Thema Online-Pornografie, glaube ich, hineingegangen ist. Bei mir ging das damals los. Und ich habe recht früh, ich glaube, es war schon mit 13, hatte ich meinen ersten Kontakt mit diesem Thema. Und ich bin in eine Sucht reingerutscht. Und damals hat zu mir Gott gesagt: Hey, Peter, wenn du eine Partnerin wünschst, bekomm dieses Problem in den Griff. Und es hat für mich dann nochmal locker 15 Jahre gedauert, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, dass ich komplett frei davon bin. Und ich gebe dir einen Tipp: Warte nicht so lang, sondern geh wirklich diese Themen an. Weil diese Themen halten dich davon ab, in das volle Potenzial hineinzukommen, was Gott für dich vorbereitet hat. Und ich ermutige dich wirklich: Hey, mach keine Kompromisse. Mach's wirklich, wie Paulus es hier geschrieben hat. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Und ich habe genügend Geschichten schon gehört und auch selber durch Gespräche erfahren, wie verdreht es teilweise in unserer Gesellschaft mittlerweile ist, im ganzen Punkt wirklich auch Sexualität. Dass du teilweise komisch angeschaut wirst oder irgendwie so sogar doof angemacht wirst, weil man noch eine Jungfrau ist. Und ich mir denke: Leute, gerade Sexualität ist das Beste und das Heiligste, was es eigentlich in der Beziehung gibt. Das ist das Intimste, was du einem Partner geben kannst. Und das ist mittlerweile einfach so geworden: Ich schmeiße es einfach den Säulen zum Fraß vor. Und das ist nicht das, wie sich Gott wünscht, dass wir unser Leben leben. Das ist ein Punkt. Es gibt in allen anderen Bereichen auch noch Beispiele. Hey, lasst es uns wieder ganz neu ernst nehmen, wirklich in Reinheit vor Gott zu leben. Durch eine Entscheidung an Jesus wurden wir als heilig erklärt. Aber die Heiligung ist ein Prozess, durch den uns Gott hindurchführen möchte. Und lass dich auf diesen Prozess ein und warte nicht, wie ich, viel zu lange. Fang im jungen Alter an, weil es da noch wesentlich einfacher ist, aus Themen rauszukommen. Und wenn es darum geht: Hey, ja, wann finde ich denn eigentlich jetzt meine richtige Partnerin oder meinen richtigen Partner? In Australien hatte ich einen Mentor oder einen Lehrer, der zu mir damals gesagt hat: Hey, wenn du eine richtige Partnerin finden willst, dann fang an, dein Rennen zu laufen. Fang an, es zu laufen. Halte den Blick auf Jesus ausgerichtet und lauf. Und irgendwann wirst du feststellen, dass jemand mit dir mitläuft und ihr euch kennenlernt, aber lauf trotzdem weiter dein Rennen.
Und irgendwann wird es dann immer mehr und es ändert und es kommt in eine Beziehung und ihr fangt an, gemeinsam zu laufen. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und Paulus spricht es im 1. Korinther. Doch im 1. Korinther so schön an. Für mich, 1. Korinther 9, Vers 26, für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Er spricht davor auch noch so ein bisschen über die Vorbereitung. Und ich ermutige dich wirklich, hey, laufe deinen Lauf. Bereite dich so gut wie es geht vor für das und bleib einfach mit ganzem Herzen an Jesus dran, weil ihm gebührt alle Ehre über unserem Leben. Und wenn du Single bist heute, ganz ehrlich, lass dich nicht stressen. Lass dich nicht von der Gesellschaft stressen, dass du jetzt unbedingt eine Partnerin brauchst. Such dir Leute in deinem Leben, die du als Vorbild nehmen kannst. Such dir Ehepaare, die schon weiter sind in dem Rennen als du und lern von ihnen. Frag sie, hey, wie bist du mit dem Problem damals umgegangen oder hattest du ein ähnliches Problem? Du musst es nicht alleine machen. Ganz ehrlich, es gibt so viele geniale Menschen hier und auch geniale Ehepaare in der Kirche, von denen wir als Singles so viel lernen können. Das habe ich schon gesagt, arbeite an deinem Leben. Ganz ehrlich, werde das beste Ich, was du für deinen Partner werden kannst. Und lass deine Altlasten das Probleme in deinem Leben nicht deine Zukunft bestimmen und nicht als Berufungsstopper sein, die dich zurückhalten, in das volle Potenzial hineinzugehen. Und für alle Ehepaare, jetzt kommt auch mal ein bisschen was für euch. Ganz ehrlich, Singles haben es schon schwer genug mit dem gesellschaftlichen Druck. Ich ermutige euch wirklich, seid Ermutiger für die Singles. Unterstützt sie wirklich, ihren Lauf laufen zu können. Seid an ihrer Seite, seid Vorbilder für sie und vor allem lasst sie einfach auch offen in euer Leben hineinschauen und von euch lernen. Das ist manchmal echt herausfordernd, weil kein Mensch ist perfekt, aber trotzdem, ihr seid schon deutlich weiter in dem Rennen als die meisten, also als alle Singles, weil sonst wären wir nicht Single. Hey, wir brauchen Leute, die stark an der Seite sind, die uns unterstützen und die für uns da sind. Weil ich echt glaube, dass Gott deinen genialen Plan hat. Und ich weiß nicht, ob du heute hier bist und schon mal so von Jesus gehört hast, dass er einen Plan für dein Leben hat. Ob du schon jemals eine bewusste Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen mit ganzem Herzen. Und ich will dir heute Morgen, will dir Jesus ein Angebot machen, Teil von seiner Familie zu werden, Teil von seinem Reich zu werden. Und das macht er nicht einfach so. Jesus hat den größten Preis gezahlt, den ein Mensch zahlen kann. Weil der Vater im Himmel, Gott, liebt uns unfassbar. Du bist ihm unfassbar wichtig und er hat das Wichtigste und das Beste für dich gegeben. Weil es gibt genügend Dinge in unserem Leben, die uns von Gott trennen. Und die Bibel nennt es Sünde, Verfehlungen, Lebensweisen, die nicht nach dem Bild Gottes entsprechen. Und er wünscht sich, dass wir dieses alte Leben, diese Lebensweisen hinter uns lassen und heute Morgen wieder ganz neu auch eine Entscheidung für ihn treffen. Weißt du, diese Verfehlungen haben uns von Gott getrennt.
aber Gott selber hatte den Masterplan. Ich glaube, das war einer der schwersten Pläne, die es nur irgendwie gibt. Und das war, dass er seinen Sohn, Jesus Christus, für uns hingegeben hat. Er hat ihn ans Kreuz geschickt, wo er qualvoll gestorben ist, damit wir in diese Freiheit hineinkommen können, damit wir wieder direkt zum Vater kommen dürfen, in seine Gegenwart. Und er lädt dich heute Morgen ein, er gibt dir heute Morgen dieses Angebot, Teil seiner Familie zu werden. Lass uns mal alle unsere Augen schließen. Und wenn du heute Morgen da bist und es machen möchtest, wenn du heute Morgen da bist und dieses Angebot annehmen möchtest, dann lade ich dich ein, einfach mir ein kurzes Handzeichen zu geben und dann werden wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Wenn du heute Morgen die Entscheidung triffst, heb einfach kurz deine Hand, dass ich weiß, mit wem ich bete. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Lasst uns alle gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir. Komm, lass uns laut beten. Gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass du dich nicht zurückgehalten hast. Dass du ans Kreuz gegangen bist und für mich gestorben bist. Dass du mir ein neues Leben schenkst. Frei von meiner Schuld. Dass du meine ganze Schuld getragen hast, die mich zurückhalten möchte, in das volle Potenzial hineinzugehen, was du für mich hast. Und ich danke dir für diesen Liebesbeweis. Und ich entscheide mich heute Morgen, dir mit ganzem Herzen nachzufolgen und ein Leben heute mit dir zu leben, um mein altes Leben hinter mir zu lassen. Amen. Komm, lasst uns mal allen, die die Entscheidung heute Morgen getroffen haben, einen Applaus geben. Herr, wenn du das heute getroffen hast, die Entscheidung, lade ich dich ein, entweder nach dem Gottesdienst direkt auf mich zuzukommen oder zu mir nachher in Next Steps hochzukommen, weil da werden wir auch nochmal im ersten Schritt über Gott kennenlernen, sprechen und was es bedeutet, in diese Nachfolge hineinzukommen. Und ich würde mich auf alle Fälle freuen, mit euch mich einfach nochmal zu connecten und darüber auszutauschen, weil die nächsten Schritte, die sind so wichtig. Und die musst du nicht alleine gehen, sondern du hast hier eine gesamte Family, mit der du das zusammen machst. Hey, ich glaube, dass sich Gott ganz neu wünscht, dass wir starke Ehen in dieser Gesellschaft haben werden. Und wisst ihr, was man für starke Ehen braucht? Starke Singles. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir heute Morgen als Kirche eine Entscheidung treffen, wirklich die Singles und die Ehepaare, wirklich, dass wir ganz eng zusammenarbeiten und dieses Rennen gemeinsam laufen. Dass wir wirklich erleben werden, wirklich wie viele starke Ehen und Beziehungen hier wirklich in dieser Kirche entstehen. Und dass diese Kirche bekannt sein wird für Ehen und Familien, die nach dem Herzen Gottes sind. Lasst uns aufstehen und ich bete noch für uns. Halleluja, Jesus. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Vater, du siehst jeden einzelnen Single, du siehst jedes einzelne Ehepaar, was da ist, du siehst jeden, der in einer Beziehung ist, Jesus. Und ich bete wirklich, dass du uns jetzt wirklich segnest, dass du alle Singles segnest, dass wir wirklich diesen Status ergreifen können, wo wir gerade eben drinstehen. Und dass wir anfangen, wirklich das Beste rauszuholen mit dir zusammen, dass wir wirklich ready sind für den Plan, den du mit uns hast, Jesus. Segne uns wirklich auf diesen Weg, schenk uns auch wirklich Geduld, auch wenn es manchmal sich wirklich lang anfühlt, bis man vielleicht zu diesem Punkt kommt. Aber du hast die richtige Partnerin und Partner für uns. Und genauso bete ich auch für alle Ehepaare und auch Paare. Ich bete wirklich, dass du wirklich auch sie segnest, dass sie starke, gesegnete Ehen haben. Dass wirklich Probleme darin keine wirklich gelöst werden und dass wir wirklich erleben, wirklich wie Ehepaare, wirklich Vorbilder sind für Singles. Wo sie sagen, hey, wo die Singles sagen, so will ich auch mal meine Ehe führen.
Und ich bete wirklich, dass wir da Hand in Hand arbeiten, dass wir uns gegenseitig unterstützen dabei, wirklich zu diesem Punkt zu kommen, Jesus. Und ich bete wirklich, dass du uns alle segnest. Denn du bist gut, Jesus. Und dafür danke ich dir. Amen. Einen letzten Satz noch. Hey, wenn du wirklich an dem Punkt stehst und weißt, nicht weißt, wie es vielleicht mit dem Punkt der Beziehung weitergehen soll, Freundschaft etc., hör dir die Predigt von vor 2 Wochen von der Iris an. Die ist einfach hammerstark und ich kann euch echt ermutigen dazu, weil ich habe es mir jetzt schon ein paar Mal angehört und habe auch schon echt viel darüber nachgedacht und mich auch schon ausgetauscht mit Menschen und das lohnt sich einfach. Hey, vielen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns.